Hätte nicht die 5 Meter gegangen können, da. Ja, wir haben ursprünglich eine Meldung erhalten über abgestürzte Fallschirmspringer. Ursprünglich war von einem die Rede. Der wurde dann lokalisiert im Bereich eines Garteneinkaufsmarktes und der zweite eben dann im Siedlungsgebiet dahinterliegend. Was für Rettungsmaßnahmen sind dann seitens der Feuerwehr gesetzt worden? Die eine Person auf dem Dach dieses Garteneinkaufsmarktes wurde bereits reanimiert durch die Kräfte des Roten Kreuzes. Nach Freigabe durch den Notarzt haben wir dann den möglichst schonend mit der Drehleiter zur ebenen Erde verbracht und dann weiter dem Roten Kreuz wieder übergeben zur Versorgung im Klinikum. Was etwas störend war und was immer wieder störend ist leider bei solchen Einsätzen, ist, wenn Privatpersonen Videos oder auch Fotoaufnahmen anfertigen von schwerstverletzten Personen bei der Rettung. Was hat sich da zum Beispiel diesmal ereignet? Ja, auch da haben wieder einige Zuschauer das Handy gezückt und wollten heute ein Video erstellen von der tatsächlichen Menschenrettung, dann vom Dach runter bis zur ebenen Erde. Wir haben halt dann dementsprechend wieder einen Sichtschutz aufgebaut, beziehungsweise die Polizei hat uns da unterstützt und diese Leute dann weggewiesen von der Einsatzstelle. Werden solche Vorfälle mehr? Sie werden sicher mehr, ja, das ist durchaus richtig, leider. Beim zweiten Einsatzort haben wir noch die Kräfte des Roten Kreuzes bei der Reanimation unterstützt. Die wurde dann aber ergebnislos abgebrochen.